Hey, was geht? Ich habe einen saugeilen Tag, meine Freunde. Ich habe arschgute Laune und ich habe richtig, richtig Bock, mir diese Laune jetzt zu versauen. Mann! Es ist mal wieder soweit. Es sind wieder ein paar Wochen ins Land gezogen und eigentlich müsstet ihr wirklich genügend Zeit gehabt haben, um wirkliche Meme-Meisterwerke erstellt zu haben. Und zwar Revi-Memes, meine Freunde. Revi-Memes, das sind die Memes, wo alle Kinder die ganze Zeit und machen, weil jedes Kind liebt schließlich Revi-Memes. Hey Mama, kann ich Memes zum Geburtstag haben? Wir haben Memes zu Hause. Memes zu Hause, Revi-Memes. Revi, halt deine Fresse. Das ist ja witzig. Tobi ist mal wieder auf meinen Subreddit gegangen, meine Freunde. Den Link seht ihr hier noch einmal ganz kurz eingeblendet. Ja, was soll euch ein eingeblendeter Link auch helfen? Keine Ahnung, ihr könnt da nicht draufklicken. Seid ihr dumm, der Link ist in der Videobeschreibung. Also kommt einfach in das Subreddit, erstellt Memes, um von mir nachträglich hier fertig gemacht zu werden. Yippie! Im Übrigen werden wir jetzt Folgendes einziehen, meine Freunde. Ich werde euren Kontostand daraufhin einschätzen, wie viel Geld ihr auf eurem Konto habt. Je nachdem, wie euer Meme aussieht. Also, wenn euer Meme gut ist, habt ihr vielleicht ein bisschen mehr als 10 Euro im Konto. Wenn euer Meme ist, dann sieht es bei euch genauso aus wie InScope. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns jetzt direkt diese arschgeile Tabelle hier an. Ich habe richtig Bock, ich setze mir wieder meine Hasskappe hier auf und bin extrem motiviert, meine Freunde. Digga, ich sehe wirklich einfach aus, ich sehe aus wie ein Zwischending zwischen Kinderschänder und Kind. Ich weiß es nicht ganz genau, keine Ahnung. Revi lädt ein Video hoch. Es ist eine Folge Revi-Memes. Er reagiert auf mein Meme. Er reagiert zweimal auf mein Meme. Ja, gut. Xan Bronze, das ist nicht schwer, weil ungefähr die Hälfte aller Memes von 3 Usern in diesem Subreddit erstellt werden. Malaka, warum nutzt ihr nicht einfach Reddit wie jede normale Community? Oh, sorry, ich habe vergessen, ihr seid alle erst 13. So eine verdammte... Schläfst du schon? Ja, nerv nicht. Du hast heute aus Versehen ein Video von der Vive geliked. Das ist ein wirklich belastender Moment, meine Freunde. Und wenn einem das Retroperspektiv auffallen sollte, falls ihr das Wort Retroperspektiv kennt, hier ganz kurz eine kleine Erklärung. Es gibt cool, also es gibt natürlich, und da ich, also, wie soll ich sagen? Dann würde ich euch empfehlen, jetzt wirklich schnellstmöglich Therapie aufzusuchen. Also wirklich, solltet ihr irgendwann mal in den letzten paar Monaten außersehen oder sogar mit bewusster Absicht ein Video von der Vive geliked haben, euer Kontostand kann nur ins Negative laufen. Kontostand 2 von 10, kann ich nicht mehr sagen. Absolut nicht gut, dieses Meme. Hab keine Idee. Ein Rick, der hier, Rick's Dad, ich weiß nicht, wie heißt Rick's Vater? Nein, das ist nicht Rick's Vater, das ist der Mortys Vater. Mort Dad, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schaut hier also durch so ein Ding durch, sieht der Vive und kotzt. Das ist auf jeden Fall, meine Freunde, diese Person muss mindestens 100.000 am Konto haben. Das ist eine ganz, ganz klare Sache, weil dieses Meme ist absolut zutreffend. Übrigens auch ganz witzig, weil tatsächlich damals, als der Arzt das erste Mal das Ultraschall geschaut hat bei Vives Mutter und genau dieses Gesicht gesehen hat, musste er sich auch übergeben. Grüße geht raus an Vive. Nicht. In einem Spiel sterben, weil man schlecht ist. In einem Spiel sterben, weil man mit Marvin spielt und er schuld ist. Ja, die Leute, die meine Streams regelmäßig gucken, die kennen das. Marvin ist ständig schuld, meine Freunde. By the way, ich würde mal gerne von euch wissen, warum ihr meine Streams nicht guckt. Schreibt mir mal bitte so ein fettes Kommentar hier unten rein. Ich werde ein gesondertes und dediziertes Video darüber machen, warum ihr meine Streams nicht schaut. Danach werde ich mir das beste Kommentar aussuchen und höchstpersönlich zu der Person hinfahren, die mir am besten begründet hat, warum sie meine Streams nicht guckt und dieser Person eigenständig auf die Fresse hauen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Das hier ist auf jeden Fall so ein 20-Euro-Meme. Kann man nicht mehr zu sagen. Absoluter Much. Akani, wenn Revi wieder ausrastet. Help! Nein, Digga. Akani! Komm mal her! Ja! Hast du Angst vor mir, wenn ich ausraste? Hast du Angst vor mir, wenn ich ausraste? Ich glaube nicht. Ich glaube, der liebt mich. Und ich liebe den auch. Also lasst mich und den Hund in Ruhe, Alter. Das ist aber trotzdem eine solide Nummer hier. Kann man auf jeden Fall sagen, 30-Euro-Meme. Top-Ding. Ein Video von Revi. Panik mit einem Gast. Entspannt. Der Gast ist Vive. Panik! Ja. Verstehe ich tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Panik und Calm. Finde ich extrem gut, Leute. Da muss man auf jeden Fall sagen, das ist ein 200-Euro-Meme, sehr, sehr solide. Es gibt leider Gottes keinen Menschen, der so viel Zeit hat wie ihr Vive, der sich von mir ständig wegbeleidigen lässt und der vor allen Dingen eine halbwegs unterhaltsame Lache hat. Also ich, abgesehen von dem Lachen, Leute, ich bin ehrlich, ich würde auch gerne auf Vive verzichten. Irgendwann finden wir wen besser. Wir machen irgendwann mal ein Format. Ich suche den nächsten Vive für mich, den ich einfach wegbeleidigen kann, der einfach auch ein bisschen fett und lustig ist. Schauen wir mal, was da kommt. Normale Leute, wenn sie zum Friseur gehen. Revi, wenn er zum Friseur geht. Ja... Es ist die ersten Tage nach dem Friseurbesuch. Ich sag's so, wie es ist, meine Freunde. Da sieht man immer ein bisschen Scheiße. Eigentlich sind doch die ersten Tage nach dem Friseurbesuch die, wo man am besten aussieht, oder? Scheiß drauf, Digga. Big Mac 3 Wochen. Weg damit. Quality Content. Revi. GTA RP, Valorant Reactions und Minecraft Event. Ja, meine Freunde. Ab heute aber nicht mehr. Ab heute gibt's im Stream was ganz, ganz Besonderes. Schaltet auf jeden Fall heute Abend um 18 Uhr ein. Ich bin empfänglichst für eure Beichten und werde euch nun helfen, als Dr. Bernd Berger mit euren Problemen besser umgehen zu können. Ja, so heute Abend der Stream wird auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Da auf jeden Fall mal reinschalten.
18 Uhr, twitch.tv/achhaltdeinmaul. Revi und The Vive, wait, stop, I have garbage. Nochmal ganz kurz für die Analphabeten und Sonderschüler, die 90% meiner Community ausmachen. Halt, warten Sie, ich habe hier noch Abfall. Ja, das sind dann scheinbar Revi und The Vive. Das ist saulustig, ich weiß nicht, warum mein Name da steht. Ich bin online 15. Lol, ich bin online 5. Ach nee, das war vor 15. Ich verstehe Reddit nicht. Lol, ich bin online. Ich weiß es nicht, absolut. Also, da ist irgendwie was schiefgelaufen. Da müsste eigentlich The Vive und The Vive stehen oder The Vive und The Vives Familie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein arschgeiles Meme, Digga. Dafür kriegst du von mir 200 Euro nicht. In terms of good content, we have no good content. Ja, Revi, das bin tatsächlich ich. Also, wir haben keinen guten Content auf meinem Kanal. Aber es hat sich seit 6 Jahren nicht geändert. Und ganz ehrlich, meine Freunde, ich hänge immer zwischen 25 und 40 Millionen Views jeden Monat. Es schwankt mal, mal geht's hoch, mal geht's runter. Aber eins sei gewiss, meine Freunde, die 500 Immobilien haben sich nicht von alleine gekauft. Grüße gehen raus, du dämlicher Unsympath von Revi. Ich hasse dich, Digga. Ich hasse dich. Ich auch. Road to Success. Revi Stream. Ja, 6 Stunden langsamer. Es ist so, meine Freunde. Wenn man sein Lebensziel erreichen möchte, kommt irgendwo mein Stream daher und nehmt euch alles an Lebensenergie und Zeit, die ihr habt. Es ist aber gar nicht schlimm, weil ihr lernt durch meine Streams wichtige Sachen, wie zum Beispiel... Oder auch zum Beispiel... Woher soll ich das wissen? Hier ist einfach wahllos irgendwelche eingeblendeten Clips von mir. Ich habe keine Ahnung. Leo, du bist der Cutter. Ich bin hier nur der Typ, der vor der Kamera sitzt und irgendwas moderiert. An der Stelle Grüße geht raus an LOL bin online, der Typ, der das komplette Subreddit alleine füllt. Bezeichne mal wieder für meine Community. Wahrscheinlich der Einzige, der über 15 ist. Akani, wenn Revi ein Video aufnimmt. Warten, warten, warten. Ich glaube sogar, dass es bei Akani überall so ist. Ich habe das Gefühl, dass Akani den ganzen Tag einfach nur auf mich wartet, bis wir Gassi gehen. Und wenn wir Gassi gehen, dann zieht er die ganze Zeit alleine. Also irgendwas ist nicht richtig mit diesem Hund. Ich meine, man muss auch einfach mal sagen, Leute, Akani ist wirklich klein, ja? Er ist ein sehr, sehr kleiner und süßer Hund. Und er hat einen ziemlich kleinen Kopf. Und wenn man sich mal anguckt, ihr seht das hier, reingeguckt, wie groß sein Gehirn eigentlich ist, dann bin ich mir sicher, dass die eine Hälfte seines Gehirns nur aus Bildern von mir besteht und die andere Hälfte wahrscheinlich aus irgendeiner seltsamen, ganz komischen, geistigen Krankheit, die ich bis heute nicht beschreiben kann. Aber er hat sie auf jeden Fall. Dieses, er trägt es in sich, dieses Ding. Da Rules. Egal was passiert, Marvin ist schuld, meine Freunde. Ihr wisst es. Covid-19, Marvin ist schuld. Börsencrash, Marvin ist schuld. Mein Haus ist abgebrannt, Marvin ist schuld. Jody hat sich von mir getrennt. Marvin ist schuld. 720p, 1080p, 4K, Ultra HD. Ja, das ist witzig, weil die wird immer hochaufgelöster und der hochaufgelöste Haufen bin ich an der Stelle. Ist sau witzig. Vor allem dieses Emoji, also dieses Emoji hier vorne, Digga, das ist wirklich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Freunde, das ist ein Dispo-Meme. Da geht's auf jeden Fall rein in Dispo-Kredit. Da kann ich wirklich nur sagen, du bist wirklich mit 40 Euro minus, mein Freund. Und ich sag mal so, die Zinsen werden dich jeden Monat weiterhin auffressen. Absolut peinlich, dass du sowas hier hochgeladen hast. Bitte nie wieder sowas machen. Danke dafür. Mega Krokette, eindeutig eine Billigimmobilie. Revi, reagiert auf Häuser. Krass, Digga, was dein Haus ist ja richtig geil. Revi, das ist zu klein im Gegensatz zu Bibis. Ist mir nicht extravagant genug. Das Haus. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Diese Hütte kenne ich sogar. Ich glaube, irgendwas um die 230 Millionen. Fühle ich auch tatsächlich gar nicht, die Hütte, meine Freunde. Wichtig ist mir wirklich einfach nur, dass das Haus extravagant ist und besser und teurer ist als das von Bibi. Also mehr will ich doch gar nicht. Ich will doch einfach in meinem Leben nur 3 Dinge. 500.000 Zuschauer auf Twitch regelmäßig haben. Ich will ein Haus, das besser ist als von Bibi. Und ich hätte gerne eine vernünftige Freundin. Ist das denn zu viel? Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt. Ja, das muss man sich verdienen. Ihr habt vollkommen recht. Zuschauer. Ein Zuschauer, der geben will, Revi... Get back in the chat. Genau so ein Ding ist das, meine Freunde. Wer mein Stream vorerst quittet und sagt, ey, ich muss Hausaufgaben machen oder mein Vater hat mich zum Essen gerufen oder oh, Revi, unser Haus brennt ab, ich muss den Stream leider quitten. Hört auf, es gibt keine anständige Ausrede dafür, meinen Stream zu beenden. Es sei denn, ihr habt 200 Subs gegiftet, dann könnt ihr von mir jetzt hingehen, wo ihr wollt. Also dann ist es mir auch egal. Ja, gut. Revi seit einem halben Jahr im Personal Training. Seine Arme sehen immer noch aus wie die Beine eines Storchen. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Das ist eine Körperform, die kann sich nicht jeder erlauben. Zum Glück habe ich ein Gesicht, was meinen Körper wirklich wettmacht. Ich kann echt verstehen, dass mich sehr viele Leute hassen. Billy, it's time you learn about... And the importance of... Nein, du hast keine Vorteile. Ja, gut, hier fehlen einfach dann irgendwelche Sprechblasen. Also hier hätte man das einfach fertig ausfüllen sollen. Und außerdem hat man Vorteile. Zap von Revi, Leute. Dispo-Meme. 400 Euro ins... Digga, 2000 Euro ins Miese. Komm, Big Mac, Digga. Wirklich, Bankbearbeiter Big Mac rein in die Dispo. Also ganz, ganz schlimmes Meme hier. Außerdem hat man bei mir Vorteile. Man wird als Sub regelmäßig beleidigt. Man wird regelmäßig ignoriert. Man kann als Sub bei meinen Community-Events besser mitspielen. Man hat coole Emotes. Better Twitch-TV habe ich immer noch nicht aktiv. Ach, ist ja auch egal. Revi Stimmverzerrer. Die ganze Community.
Ja, es ist leider so, es ist leider so. Glücklicherweise habe ich den Stimmverzerrer wieder gelöscht, weil er einfach nicht funktioniert hat und mein komplettes Computer-Routing-System abgefuckt hat. Und jetzt habe ich 25 Euro für irgendwas ausgegeben, was ich nur einmal benutzt habe, um euch zu nerven. Wirklich eine sehr traurige Nummer. Aber ich werde mir was Neues ausdenken. Entweder kaufe ich mir wieder ein Mikrofon oder vielleicht eine Rassel oder eine Trommel, ein Bongo-Set, eine Ziehharmonika. Keine Sorge, meine Freunde, ich finde meine Wege, um euch auf den Sack zu gehen. Revi, Leute, die Simp in den Chat spammen und es läuft Wasser durch die Hand. Ja, da hilft das beste Flex-Tape nicht, meine Freunde, da kann man nichts tun. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Sobald ich eine Frau wirklich im Chat habe, im Teamspeak, sie läuft in GTA an mir vorbei, ist in einem Video, ich rede über eine Frau, ich rede mit einer Frau, ich habe meine Frau gesehen, meine Mutter ist eine Frau, ich bin ein Simp. Simp? Würde, ach, ich erkläre mich hier nicht. Haltet alle euer Maul, ihr seid alle 14, ich diskutiere gar nicht mit euch. Fang an wieder zu strippen oder zieh 25 Karten. Marvin zieht 25 Karten. Arschgeile Situation im RP, Marvin hat 60 Waffen gegen den Kopf gehalten und wir sagen, Marvin, stripp doch wieder. Marvin sagt, nö, erschieß mich lieber, bevor ich wieder anfange zu strippen. Kann ich absolut nachvollziehen bei dem Körper, wir danken es dir alle, Marvin. Wenn mein Hund sich die Eier leckt, sagt keiner was. Aber wenn ich das mache, dann sagen alle, geh weg von dem, oh, Digga, Mann, ey, Digga. Also nochmal ganz kurz, ich habe weder meine Eier geleckt, noch die von Akani, noch die von irgendwem anders. Ich habe noch nie irgendwelche Eier im Mund gehabt. Auch wenn ihr mir das nicht glauben werdet, man muss keine Schwänze lutschen, um 3 Millionen Abonnenten zu haben. Ich bin self-made. RP-Spieler, ich finde Regen toll. Bernd, ja, die Leute, die es hier wieder nicht verstehen, sind meine YouTube-Normis. Deshalb, ich erkläre es gar nicht. Haltet alle euer Maul, ihr seid 14. Wenn jemand 50 Euro donatet, wenn jemand 10 Subs giftet. Ja, so ist es, meine Freunde. Geld spielt da wirklich keine Rolle mehr. Ich will einfach nur 20.000 Subs haben und 20.000 Zuschauer. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, wahrscheinlich ist es das. Wenn ich nur einmal die Woche streame, ist das wahrscheinlich zu viel verlangt. Ihr habt vollkommen recht. Aber heute Abend der Stream. Da bin ich offen für eure Beichten und werde euch helfen. Problem und so. Wird geil. Und das war's von diesem arschgeilen Video, meine Freunde. Heute Abend um 18 Uhr wieder ein sausanicer Stream. Ich bin gespannt auf eure Beichten heute Abend. Die werden wir in den Stream gemeinsam abarbeiten. Hey there, fellow kids. I'm back again. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommt ins Subreddit rein und schaut heute Abend definitiv um 18 Uhr in den Stream. Wer das nicht tut, ist eine richtige Missgeburt. Jetzt verpisst.